Stufe, die Harmonie auf der 4. Checken wir jetzt aus. Also, this is the outside, but inside, actually, inside. Yeah. You're waving over there. There's a Canadian flag. I wonder, is that the one that Livion Power on that? Because I thought they were on the largest. Somebody said that was 7,000. That's why we have to line up. Well, that's only what we've heard. I can't verify that. I wonder if that's one of those ships that has balconies facing an indoor atrium. Yeah, right in here, right in the mid-sea. They were saying that they heard them on the inside. Yeah, and then they have branded cabins facing the one facing that on the inside. Wouldn't be an inside. Who's walking the plank? Who was bad today? Maybe they want to race. We go and race them. Not sure they can pack more. Speed. I don't know about speed. Die Harmonie of the Sea geht jetzt auf Transatlantikreise und fährt jetzt von hier nach Fort Lauderdale. Jetzt dreht sie heute zum letzten Mal. Hier sind wir die Royal Caribbean, die Harmonie of the Sea, eins der größten Schiffe. Hier hinten ist das Showprogramm, die Kletterwand, die großen Rutschen
Ich glaube, es passen 5.400 Leute auf dieses Schiff. Wahnsinn. Und viele Balkone, die haben Innen- und Außenbalkonkabinen. Und viele wollen sogar die Innenbalkonkabine, dass man sieht, was los ist auf dem Schiff. Die haben sogar zwei Gangways. Bei uns ist nur eine. Müssen wir auch, die müssen genauso weit gehen. Die Harmonie auf der See. Eins der größten Schiffe von der Welt. Liegt heute auch in Malaga mit uns im Hafen. Die Rutschbahn, Spattprogramm, traumhaft schön. Hier ist wieder die Harmonie auf der See von Karibien. Hier im Hafen von Malaga. Die Eurodam lebt da von Holland, Amerika. Ja, in einem anderen Hafen auch noch mal. Wie heißt der? Königsdamm. Die Königsdamm. Hier sehen wir noch in Holland-Amerika die Königsdamm. Wo wir jetzt vorbeifahren. Die fährt natürlich später raus dann. Ich hoffe,
Splendida. Die Woche in Barcelona haben wir sie schon mal gesehen und heute sehen wir sie mal von hinten, das letzte Mal von vorne. Da haben wir beide schöne Touren dann. Hier haben wir die Splendida nochmal von der Seite. Hier im Hafen von Malaga. Ein schöner Katamaran. Hier vorne haben wir noch die Harmonie auf der See von Royal Caribbean. Zeige ich aber euch gleich noch von vorne. Hier sehen Sie die MSC Splendida. Liegt auch im Hafen von Barcelona, wie wir auch. Ein richtig schönes, großes, schönes Schiff. Und hier hinten sind wir. Hier sehen Sie die MSC Splendida. Die steht hinter uns im Hafen in Barcelona und wir fahren jetzt hier, das hier da in Barcelona und hier die Kathedrale. So, da ist sie quasi vom Hafen. Hier sind die vier Lotuses. Wir verlassen jetzt den Hafen in Barcelona und dann zeige ich euch noch ein paar kleine Schiffchen, was es so nebenbei noch gibt hier. Jetzt Gänsehaut. Dieses Hupen ist absolute Gänsehaut, was es gibt. Die Oceana ist es. Hier sehen Sie den Hafen von Gibraltar. Ein schönes kleines Örtchen mit vielen Hochhäusern. Hier oben ist der Affenfelsen. Da kann man mit der Seilbahn hochfahren. Die steht aber immer noch, die Seilbahn, und wir wollten heute mit der Seilbahn hochfahren und haben es nicht geschafft. Und hier seht ihr noch die MS Eurodam.
wie sie auspackt und wegfährt.